Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Neben mir sitzt Fabian Michaelis und wir spielen nicht Tetris und Dr. Mario, sondern nur Tetris und du willst mich schlagen und ich sage schon mal direkt, er ist tatsächlich auch besser in dem Spiel als ich und in dem Video kommt noch die Komponente hinzu, dass ich ja labere. Und deswegen bin ich dann wahrscheinlich unkonzentrierter. Also ich kündige schon mal an, dass ich verliere. Auch nicht schlecht, gell? Mhm. Fabian, wer noch kein Let's Play mit dir angeguckt hat, du bist ja Schlagzeuger, ne? Mhm. Und hast du ein Player-Game gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist hier alles automatisch. Du kannst, wenn überhaupt, etwas machen. Genau, das war... Genau. Also wir sehen hier auch die wunderbaren Reflection-Shader und... Röhrenfernseher-Simulationen inklusive der Scanlines und ja, viel geiler kann man alte Spiele nicht erleben, möchte ich nur schon mal sagen. Fabian geht das immer am Arsch vorbei und er fuckt mich immer ab, wenn ich das so anpreise, was ich wieder habe, Neues. Hoffentlich funktioniert's nicht. Das ist Fabian Michael, da brauchst du keine Freunde. Feinde. Neue, Feinde, so, ja, so. Wollen wir spielen? Spielen wir. Jetzt müssen wir über Kreuz gucken, glaube ich, ne? Ja, über Kreuz. Ja, ist ja nicht so schlimm. Also, der Fabian ist auf der linken Seite, ich bin auf der rechten Seite und ist, finde ich jetzt okay, oder? Voll. Ich bin schon so scheiße. Ja, Tetris haben das wir immer gerne gespielt, mal eine Zeit lang. Ist so zwei, drei Jahre her oder so. Da haben wir das mal eine Zeit lang gespielt. Aber ich habe zu oft verloren. Ich habe zu oft verloren und war da richtig scheiße drauf. Ich gebe es zu. Ich war da ein schlechter Verlierer. Ja, heute, wo das Fernsehen dabei ist, ne? Das tust du so, als wenn... Jetzt spiele ich. Ich spiele das. Nee, aber man braucht das ja nicht so... Naja, wenn man das privat macht und dann noch ein paar Muttersprüche kommen, dann ist man irgendwann abgefuckt, auf jeden Fall. Deswegen ist das ja heute nicht so. Naja, wir haben uns ja immer gedisst gegenseitig und dann 1000 Muttersprüche und so. Nee, haben wir nie gemacht. Niemals. So, ja, ein geniales Spiel. Und ist natürlich durch den Game Boy, also Nintendo hat das ja damals genial gemacht. Wenn es dieses Spiel nicht gegeben hätte, hätte sich der Game Boy nicht so gut verkauft, wie er es tat. Klar gab es andere mega geile Spiele, Mario Land und so, aber Tetris war einfach echt mega geil. Tetris haben auch die Mütter alle gespielt. Ja, und die haben eine Zielgruppe erschlossen, die sonst mit Spielen überhaupt nichts am Hut hatten. Das war so ein bisschen ähnlich... wie bei der PlayStation 1. Da gab es auch eine Menge neuer Spieler. Ziemlich geil. Also andere natürlich als jetzt hierbei. Aber... Oh fuck, ey. Scheiße, ich verliere. Echt? Krass. Mhm. Das ist natürlich jetzt ganz scheiße. Ja. Oh nein, ey. Oh nein. Auf der anderen Seite... Ich versuche da nochmal rauszukommen. Dann wird's natürlich geil, weil dann stehst du richtig doof da. Wenn ich da jetzt, wenn ich das jetzt noch mache. Verdammter Hund! Verdammter Hund! Oh nein, ich Idiot. Also es ist lange her, dass ich das letzte Mal gegen Fabian gewonnen habe. Das ist nur so ein Drecksscheiß. Ja, es kommt doch echt nur Schmutz. Ja, jetzt, ja, das war's jetzt. Oh, wer weiß. Da kommt er, den ich eben gebraucht hätte. Scheiße, hab ich auch hier einen Dreck am Start, ey. Boah, es kommt auch nur Schmutz. Wahnsinn, es kommt nur absoluter Schmutz. Ja, ich war auch nicht gut. Ich war auch nicht gut. Aber immerhin gewonnen. Spiel drei Stücke, oder? Spielen so lange, bis du verloren hast. Du Arschgeige, ey. So. Dann gucken wir doch mal. Oh, ich mach wieder Fehler. Ja, aber da kann ich jetzt nichts dafür, dass du heute nicht deine Ritalin genommen hast. Ich wollte es gerade sagen. Echt? Du wolltest gerade sagen.
Hast du eine genommen? Nee. Na, merkt man. Ich dachte nur, um dich zu schlagen, brauche ich das nicht. Schweinesack. Für solche Sprüche, weißt du? Für solche Sprüche, ey. Immer dieses Mäh, dieser blöde Ton, ey. Ich baue jetzt hier extra einen Hohn, damit ich hier gleich so einen... Hohn und Spott. Hohn und Spott, Junge. So, auf jetzt. Ja, pass auf jetzt. Hä, warum kommt der bei den... Ja, ich wollte gerade sagen. Alter Dreckshund. Ah, ein bisschen konzentriert. Wir müssten ja eigentlich etwas mehr labern, aber es ist schwer. Ist schwer, wenn man spielt. Also diese Tetris-Version kennst du im Grunde nur von mir, oder? Du hast Tetris ausschließlich auf dem Gameboy gespielt, ja. Und hast du nie mal bei deinen Klassenkameraden mal eine Konsole gespielt oder so? Auch nicht die PlayStation? Nee. Doch. Doch. Oder? Ich wollte doch sagen. Ja, aber nicht viel. Ah. Patrick! Patrick! Da sagt meine Mom immer nur, wenn sie abgefuckt ist oder. Also immer. Ende. Ja, genau. Patrick ist ja auch schlimm. Yeah! So, Nummer 2 hier. Nummer 1. Zack. Sieht für mich schon wieder echt schlecht aus. Aber. Den kann ich überhaupt nicht gebrauchen, hier Missgeburt. Mann! So, das ist immer wieder. Zack, ich hab wieder verloren, es gibt's nicht. Das war unglaublich, und er war sich so. Er weiß, er will große Töne gespuckt, das hätte er mal hören sollen, ey. Krasse Nummer. Geil, einmal noch, oder? Nee, wir spielen hier so lange, bis. WI hab ich schon mal. So, dritte Stage hier. Und jetzt labern wir mal etwas mehr. Ich habe ja schon eine Führung, deswegen kann ich mich da halbwegs entspannen. Und deshalb. Zack. Wunderbar. Ah. Ah, ja, auch nicht so gut gebrauchen, ne? Ein Skateboard. Das ist das Hauptfluchwort bei mir im Heimatdorf. Leider. Es ist kein schönes Wort, aber ich bin so aufgewachsen. Hat man zu mir aber nicht gesagt, sondern das sagt man wirklich, wenn irgendwas schief läuft oder so. Ja, also es ist nicht... Nee, wenn es wirklich stimmt, macht man ja den Witz nicht. Ja. Ist aber auch was Wahres dran, wenn es stimmt, dass man den dann nicht macht. Den Witz, also das gibt's ja auch oft. Weil dann wäre es ja auch kein Joke mehr, sondern dann wäre es ja was anderes, ne? Dann wäre es ja eine Beleidigung. Den kann ich ja gar nicht gebrauchen hier, ey. Okay, ich glaube, das geht an dich. Kommt nur Schmutz. Nur absoluter Dreck. Ja. Yeah. Freut man sich doch. Ich dachte, du wolltest ein bisschen mehr reden. Ja, ich weiß es nicht. Hast ja recht, hast ja recht. Aber ist natürlich echt schwer, wenn man, weil wir machen das ja schon immer
nicht umsonst so, dass einer spielt und einer labert. Ne? Das wird ja, machen wir ja eigentlich immer so. Und deswegen ist es schon schwierig. Andersherum. Das ist nix so gut, ist er nicht so gut. Kommt aber auch nur Rotz. Wahnsinn, ja, das war's. Och. Jetzt hat er einen. Verdammt. Mist. Wie ist das hier? Top auf 3, oder was? Ja, ja. Kann ich dich, ist ja gut, ist ja gut. Könntest du dich noch, könntest mich noch schlagen, genau. Wenn die Kamera so durchhält, weil sie ist schon wieder auf warm. Weil wir so lange in 4K aufnehmen. Das können die Kameras nicht so gut. Manche können sogar nur ein paar Minuten auf 4K aufnehmen. Ja, es ist halt auch so, dass Paddys Equipment eher so Mittelmaß ist und vor allem nicht gut getestet wurde. Ich bin der größte Tester, den es gibt. Wenn ich eine neue Cam habe, dann stelle ich die 2 Stunden auf und gucke, ob das klappt alles. Ne? Das ist nicht so schlecht. Und Herr Michaelis macht es nämlich gar nicht. Das Einzige, was er macht, er macht sich darüber lustig. Das macht er. Und dann steht er, wie oft stand er schon doof da? Hast du das nicht vorher angetestet? Nee, habe ich keine Zeit für. Ja, hat halt Pech. Das sind unsere Auseinandersetzungen, die wir haben. Habe ich für andere Dinge Zeit. Für deine Mutter. Komm, sag's schon. Immer diese Jokes. Längst vorbei. Für deine eigene, meinst du? Für deine eigene Mom. So, müssen wir heute mal ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Aus Konzentrat. Ich habe einen Matchball sozusagen. Den darf ich doch nicht verstreichen lassen. Der Matchball. Oh, jetzt wird es wieder still hier, weil die Konzentration ist am Start. Ja, da habe ich nur dabei gedacht. So. So. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Wieder nur Schmutz. Oh nein, jetzt schlägt er mich noch, ey. So, das haben wir mal gleich hier. Oh, der Fabian hat aber gar nicht so schlecht gebaut gerade. Gar nicht so schlecht. Ah, ich muss jetzt hier abbauen ohne Ende, ey. Du baust schon länger ab ohne Ende, das ist ja nichts Neues. Ja, geil ausgedrückt. Oh, jetzt wird doch hier spannende Phase. Spannende Phase, aber naja, ne. Fabian ist zu gut. Es kommen zu viele Drecksteile. Jetzt ist ja Wahnsinn hier. Kommt ja nur Schmutz wieder.
Ja, ich bin weg. Scheiße, Mann. 2-0 geführt. Das ist doch zum Kotzen, ey. So ein Dreck. Jetzt hat er auch zwei Buchstaben hier. Mist. So, jetzt kommt es drauf an, ne? Jetzt kommt es drauf an. Boah, jetzt ist aber höchste Konzentration angesagt. Kann ich dir was sagen? Komm, du musst drücken. Ich bin im Start. Hui. Also, Paddy, wie ist das denn mit deinem YouTube-Kanal? Keiner guckt den. Keiner. So. Schlecht läuft er. Er wollte mich nämlich ärgern. Du musst ein bisschen mehr auf Instagram machen. Du willst doch ein cooler Influencer sein. Ganz bestimmt nicht. Damit ärgert er mich immer. Ja, mit solchen Sachen. Der alte Dreckshund. So. Ablenken will er mich hier. Ich hab's doch nicht verdient. Ich hab's auch einfach nicht verdient. Ich spiele auch nicht gut, muss man einfach sagen. Ich auch nicht, aber für dich mich reicht. War so klar. Das ist zu eng, ich würde gerne. Auch jetzt verlier doch jetzt nicht schon. So leicht kannst du es mir doch nicht machen, Paddy, bitte. Verdammte Hacke, ey, du hast es überhaupt nicht verdient. Aber ich auch nicht. Aber du auch nicht. Das hat er für große Töne gesprochen. Jetzt habe ich mich zu sehr aufgeregt und verloren. Wahnsinn. Ne, ich bin raus. Das war echt scheiße. Wahnsinn. Ich habe einen geilen Fehler hier gemacht. Ich zucke noch. So, jetzt kommt der Todesstoß. Ja, klar, kommt der Todesstoß. Verdammt, ich bin sauer. Das kotzt mich an, dass dieser großspurige Arsch mich besiegt hat. Hör bloß auf. Und auch ein Meister im sogenannten Anschwulen, aber nicht abwertend gemeint natürlich. Das Interessante Nein, das ist, Problem ein Freund ist, dass den Paddy, du auch kennst, Markus Nass. Ja, der Paddy ist etwas homophob. Genau, das finden wir nicht gut. Genau. Stimmt natürlich nicht. Aber Fotograf Markus aus Berlin, schwieriges Wort. Der Fotograf Markus aus Berlin ist quasi ein Bandfotograf, jahrelang gewesen, hat mega viele Bands interviewt und er sagte, irgendwann kam der zu mir und sagte so, ey, alle Bands schwulen sich an, aus Spaß. Alle Bands, immer beim Fotoshooting, und dann haben sie sich totgelacht. Und dann sind sie unter die Dusche gegangen. Nee, aber das ist so ein Wort, schwul ihr euch auch an bei der Sonderschule? Manchmal, ja. Mit, hast du dann einen speziellen Freund? Wer das mit wem meistens? Chris Altmann. Wenn du dabei bist, ja. Chris Altmann, der genau. Boah, was die mir schon für ekelhafte Bilder geschickt haben von ihrem Party machen, das ist echt krass. Naja, macht's gut, ciao. Ciao.